Weiter geht es mit einer neuen Folge Dishonored 2. Wir sind immer noch, leider Gottes, in diesem ätzenden Haus hier, wo ich nicht genau weiß, wie wir dran vorbeikommen, was wir machen sollen. Es ist alles andere als einfach hier, meiner Meinung nach. Aber... Als das Eggemeier noch geöffnet war, habe ich mit Stolz hier gearbeitet. Für die Kranken gekocht, mit Dr. Hypatia Rezepte besprochen. Jetzt fühle ich mich nutzlos. Ich weiß. Aber so wie die Dinge vielleicht stehen, sogar einfacher, als ich gedacht habe. Okay, nein, bin ich dort. Das war widerlich. Das waren keine blaukäferigen Hexenfische. Ja, Flusskriecher. Schau mal, wie es... Okay, also hier ist nichts Deutliches zu sehen. Wieso will sie diese Wohnung? Überall nur Staub, egal was man macht. Schauen wir doch mal, was hier geht. Oder wo es hier lang geht. Das habe ich noch gar nicht getestet, glaube ich. Dr. Hypatias Schlüssel benötigt. Den habe ich leider noch nicht. Ah, okay, schauen wir mal weiter. Hier. Irgendwie da hoch. Wir kommen hier. Genug Sorgen hätte. Wie soll hier auch noch jemand herumschleichen? Hä? Wer hat die Tür aufgemacht? Scheiße, so Kleinigkeiten. Wer ist da? So Kleinigkeiten, wer die Tür aufgemacht hat, fällt denen auf. Verdammte Scheiße, ey. Das ist alles andere als einfach hier. Hier würde ich auf jeden Fall auch... Was verdammt? Die machen mich ganz nervös hier immer. Nein, nein, nein! Was? Okay. Ich verwette meinen Sold, das ist die schlimmste. Ich wette, Dr. Hypatia empfängt keine Patienten mehr. Scheiße. So, erstmal geköpft. Okay, das, wenn er auf die Fresse kriegt, dann sieht man das auch. Mach jetzt, hier geht keine Tür zu, leider. Dann mach ich mal dicht. Schau mal, hier sind wieder Ratten. Ist hier irgendwo eine Möglichkeit, mit Ratten hier entlang zu kommen? Weil ich habe ja schließlich das Ding hier für die Ratten. Aber ich sehe jetzt so auf den ersten Blick nichts. Ich finde hier auch nichts Sinnvolles. Vielleicht oben? Auch nicht. Oh Gott, Corvo Antano. Nee. Oh, da schläft ja einer. Okay, nicht abgeschickter Brief. Okay, ich bin voll. Erst mein Arm abgeschnitten. Okay, leichter Beutel. Gut, solange es der einzige hier ist, bin ich zufrieden. Wenn es hier reingeht. Hier ist irgendwo der eine wahrscheinlich. Ja, den habe ich ja eh abgemetzelt. Der ist eh tot. Hier sehe ich jetzt auch niemanden. Okay, da kann ich auch nicht hin. Gut, also ich muss sagen, hier ist jetzt nichts, was mich weiterbringt, wirklich. Wie gesagt, ich bräuchte ein paar Kits für meine, was ist denn? Verarbeitetes Walöl bringt Münzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Bisschen was zu essen. Macht meine Lebenspunkte wieder hoch. Ist auch nicht übel. Und hier ist der Hund drin. Oder war der hier drin? Nein, der war da vorne drin. Hier sind sie drin, die Hunde.
Genau. Gut. Was sind das denn hier? Hundefänger? Mhm. Ja, komm, nimm. Okay, lauter Hundesachen. Und hier könnte ich theoretisch rein, wenn mich die Hunde hier nicht piesacken würden. Und ich komme hier, glaube ich, auch nicht anderweitig zu den Hunden hin. Weil hier sind die Fenster alle in gutem Zustand. Das heißt, ich kann jetzt da auch schlecht reinschießen. Aber das ist, wäre jetzt nicht so wild. Münzen kann ich immer gebrauchen. Gut. Gut. Okay. Steck mich jetzt mal noch mal kurz hier dahinter. Scheiße, die können auch noch hierher kommen. Hallo? Ich frag mich, wer das war. Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Gut, ich muss jetzt schauen und hoffen, dass die einfach weitergehen. Weil ich kann leider nicht durch dieses Stromding da durch. Aber die schon, natürlich. Also, ich mal. Das ist. Na komm, haut wieder ab. Nein, nein, nein! Okay, dann geh ich mal weiter nach oben. Ich hoffe einfach, dass die jetzt die anderen nicht sehen. Irgendwie Knochenartefakt in der Nähe. Oh, habe ich das verpasst? Wo war denn das? Na bitte, geht doch. So, noch eins weiter unten, glaube ich, dann. Okay. Gut, ich versuche hier die Runen mal zu finden dieses Mal. Noch irgendwo einer, oder? Das ist nicht vergessen. Die Hintertür ist nur für Schichtwechsel und Wachturmoperationen zu. Boah, ey, ich sag's euch, ich bin gerade so in Elan hier und so im Fieber des Spiels mit eingepackt und Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich möchte nicht die ganze Zeit drauf gehen, möchte aber natürlich auch vorankommen. Das ist alles hier nicht so simpel. Vor allem, wenn ich da jetzt wieder nach unten gehe, zu Dene, was da unten sind, weil da sind ja schließlich einige, die würden mich natürlich sofort abschlachten. Ziemlich schreckhaft heute. Ja, geht mir genauso. Ich kann dir nachfühlen. Okay, ich muss jetzt hier hoch. Weil hier sitzen Leute. Verdammt! Okay, hier sitzt nur noch ein... Nein, zwei. Sind schon zwei. Okay. Fahrstuhl kann ich jetzt schlecht fahren, glaube ich. Wie kriege ich die denn da runter? Eine Flasche oder sowas vielleicht, ha? Huh? Soll ich das mal... Okay. Soll ich? Was und so. Ist noch Ruhe? Haben die nicht mitbekommen. Boah. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Vielleicht nicht mit dem unbedingt, ja. Ja, da haben die jetzt auch nicht drauf angesprungen. Alarm schalte ich auch mal nicht ein, lieber. Das habe ich das letzte Mal gemacht. Das war ziemlich für den Arsch, weil ich nicht genau wusste, was es ist. Noch ein Artefakt in der Nähe. Okay.
Kann ich da vielleicht zufällig noch an der Stelle noch ein bisschen weiter hoch? Ah, hier kann ich auch in den Aufzug rein, sehe ich gerade. Okay, also hier ist Ende. Okay, sind aber mehrere eben. Gut. Versuche ich doch mal hier hochzukommen. Na komm. Okay. Der Outsider soll euch holen. Ah. Wir sorgen dafür, dass sie bleibt, wo sie hingehört. Hypatia darf das Adamal nicht verlassen. Denken Sie dran. Sir, neulich Nacht war sie auf einmal weg und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Okay. Lassen Sie mich eins klarstellen, Corporal. Okay, ich bin jetzt ganz oben. Verlässt das Institut nie. Es sei denn. Ich bin ganz oben. Ich denke ja, Sir. Okay, 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 okay. Gibt's hier denn irgendwas Schönes? Ja, tatsächlich. Glück gehabt. Nehme ich eine Rune auf. Okay. Münze. Kupferdraht. Okay, hier bin ich jetzt auf dem Dach. Ja, genau. Hier unten waren nämlich Wachen, das letzte Mal. Ich weiß aber noch nicht, ob ich hier schon hin möchte, weil es gibt hier schließlich noch ein paar Runen. Okay, hier kann ich einen Knopf wieder drücken. Okay. Gut, das bringt mich jetzt hier noch nicht weiter. Ja, ich komme hier gar nicht weiter. Hauptsaal, Krankenabteilung. Was ist los? Kann aber alles sein. Gehen wir dahin. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Glück gehabt. Okay, was ist das hier? Das sind bloß so ein paar Infos. Okay, ich komme hier aber nicht anders raus als durch die Tür. Na komm. Gut, ich bin weiterhin vorsichtig. Private Räume. Okay, ich bin jetzt direkt vor der Tür bei ihr. Kann hier auch noch mal ein bisschen weiter nach oben gehen? Also geht's hier auch ganz normal nach oben. Gut, und hier ist nämlich die Tür. Oh, fuck! Scheiße! Boah, hat's mich erschrocken. Auf Befehl des Herzogs wird jeder der mit nicht autorisierten Alter. Personen über das Adamire spricht. Ja, leck mich am Arsch, hab ich mich erschrocken jetzt. Ja, brutal. Boah, aber gut, die Rune da oben habe ich ja eh schon. Oh, leck mich fett. Ach, tut mir echt leid, das hat mich jetzt irgendwie... Oh. Dieses Spiel macht mich echt irgendwann mal noch, macht's mich fertig. Okay, jetzt schauen wir mal rein. Ob es da irgendwas zu sehen gibt. Ob da irgendjemand auch da ist. Okay, aktuell wohl noch nicht. Hm. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Da ist noch was. Okay, unter mir. Da muss ich dann später doch nochmal aufräumen. Befehle vom Hauptmann Ramirez. Wo sie arbeiten im abgeschlossenen Auditorium der Rekuperation. Sie will nicht gestört werden. Für dringende Fälle hinterlasse ich Dr. Hypatias Schlüssel in ihrem Büro. Okay. Gut, also das heißt, der Schlüssel ist hier drin. Und sie ist aktuell nicht da. Gut. Schlüssel nehme ich mit. Stempel. Kaiserlicher Schutzherr. Meisterspion. Und vielleicht auch Henker. Todesurteile stempel ich gern ab. Okay. Gut, ups, Adrenalin. Da ist noch eine Tonaufnahme gewesen. Die spielen wir sofort ab. Ich schaue, ob ich noch irgendwas finde. Ein bisschen Badesalz. Okay. Alles klar. Dann schauen wir, was hier noch ist. Das sind nur ein paar Blümchen, Reagenzflaschen. Aha, Geld auch wieder. Okay, alles klar. Was ist hier noch? Das ist doch Goldbarren. Ja, tatsächlich. Zum Glück trügen mich meine Augen dann doch nicht. Manchmal zumindest. Ich sehe natürlich nicht alles. Okay, alles klar. Dann starten wir jetzt mal die Tonaufnahme, würde ich sagen. Audiograph, start. Die Anfälle werden schlimmer
und ich habe verstörte Träume. Selbst die Ruhe weicht mir aus. Herzog Abele wirkte zuerst übermäßig behütend. Aber ich werde immer mehr zur Gefangenen in meinem Labor. Die Soldaten lassen mich in Ruhe. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Wirklich traurig macht mich der Verlust meiner Arbeit. Mir hat die Verbindung zu den Leuten, die mich wirklich brauchen, immer gut getan. Die Arbeiter und ihre Familien. Wenn ich höre, dass ein Fieber ausgebrochen ist oder die Bergleute eine neue Krankheit haben, schmerzt es mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann, um ihnen das Leid zu nehmen. Okay. Okay, vielleicht ist sie gar nicht so schlecht. Wir machen die Tür wieder zu. Und ich kann jetzt vermutlich hier in den Privatraum. Ich habe schon wieder Herzklopfen. Habe ich da was vergessen da oben? Muss ich da nochmal hin? Würde ich sagen, machen wir noch ganz kurz. So, Knöpfchen drücken. Oh Gott. Hier oben. Hä? What the f... Hä? Das war jetzt aber schon ein Fail, oder? Das war doch irgendein... Das war doch irgendein Bug. Das war doch jetzt eindeutig ein Fehler. Ja, da konnte ich jetzt gar nichts dafür. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Geh mal hoch. Okay, dann. Knopf drücken. Ab geht's. Probieren wir es nochmal. Okay, der ist recht flott beieinander, der Aufzug. Und hoch. Herz. Noch weiter oben. Noch weiter oben. Auf dem Dach oder? Ich soll dich führen, dir den Weg weisen. Nein. Lass uns hier kurz gemeinsam verloren sein. Sieht so aus, als wäre es auf dem Dach. Aber da komme ich, glaube ich, von hier auch nicht hin. Komme ich hier irgendwo? Nein. Wo kann ich denn hier die Tür eigentlich aufschließen? Die ist gar nicht hier. Oh, hier habe ich noch Kupferdraht vergessen. Sehe ich gerade, die ist nicht hier. Okay. Also komme ich wahrscheinlich durch diese andere Tür, was gut verrammelt ist, in diese andere... Oder vielleicht aufs Dach. Vielleicht komme ich hier aufs Dach dann, wenn ich da reingehen kann. Gehen wir nochmal in den Basement durchgestrichen. Achso, ja, da würde ich nämlich auch gern hin noch. Jetzt gehen wir nochmal in den vierten. Und schauen nochmal, ob wir bei der Tür jetzt mit dem Schlüssel vielleicht durchkommen. Weil den haben wir jetzt schließlich. Vielleicht können wir da jetzt hoch. Okay. Ja, das war doch... Ja. Das war doch... Ja, genau. Okay, jetzt schauen wir mal. Falle ist eh entschärft. Ne, welchen brauche ich? Chameleons, okay. Gut, ich gehe weiter in meinen Schleichmodus. Ich würde hier noch irgendwas benötigen. Aber was? Kurz in die Quest schauen. Was sagt das? Optional durchsuche Dr. Hypatias Büro. Habe ich das noch nicht? Okay. Wohl nicht ausreichend. Ah. Okay, da habe ich noch was. Kann ich weiter nicht reinschauen. Nein. Wenn man von anderen Spielen mit Ducken immer anderweitig geplant hat oder gedacht hat, dann ist es natürlich schon freaky. Ah. Okay, Brief eines Journalisten. Leitende Alchemistin Alexandria Hypatia. Ich schreibe Ihnen, da ich Sie dank einer neuen herzogelichen Erlasses, die derzeit wie Regen auf der Straße herabrasseln, nicht persönlich sehen darf. Aber ich komme gleich zum Punkt. Welche Fortschritte haben Sie mit dem letzten Erregerstamm des Blutfliegerfiebers erzielt? Gibt es Hoffnung auf eine verbesserte Form der Adamiere-Tinktur? Ich rede von einem Heilmittel, das das Fieber kurieren könnte, anstatt nur dessen Symptome zu verzögern. Okay. Ich freue mich auf eine Antwort. Gut. Brief eines Journalisten. Ja. Ich würde gerne hier hoch.
habe ich noch? Ich habe doch bestimmt irgendwas noch verpasst. Vielleicht komme ich hier irgendwie in so eine Art Secret Room? Vielleicht? Oder irgendwie... Schade, dass die Spiegel hier nie funktionieren. Ich kann jetzt nichts Direktes erkennen. Habe ich hier jetzt eigentlich alles schon? Nein. Ich muss noch weitersuchen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Hier noch... Oh, schön. Hier auch nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur das Gefühl, ich habe... Ah, Notizbuch. Okay. Gut. Okay, ganz kurz. Missionshinweise. Ziele. Missionshinweise. Ah ja. Sprich mit Hamilton. Optional. Das ist dann... Aber wieder unten. Zu Hamilton. Okay. Ja, da gehe ich aber dann auch wieder hier. Schauen wir mal ganz kurz. Rezeption. Gehen wir mal eins weiter nach unten. Ja, 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 ja. Ah, genau, hier ist es. Okay, hier müsste ich... Gut, und hier sind die zwei Dödel. Gut. Schauen wir mal, Herz. Okay, also direkt auch hier. Da möchte ich aber wie gesagt noch nicht rein. Ich möchte zum Hamilton. Fahre ich nochmal runter in die Lobby. Ah, das war doch nicht ganz in der Lobby. So, eins weiter oben, im zweiten Stock. Der Outsider soll ich holen. Das ist eine richtige Beleidigung geworden, oder wie? Da hauen wir uns mal kurz eine Gesundheitspille rein. Okay. Sind aber nicht. Doch, die sind. Dein Blut ab. Oh! So, gut. Ich wurde leider entdeckt. Aber kann ich jetzt nochmal nicht ändern. Aber ich räume ihn lieber weg, weil... Man weiß ja nie, ich leg's einfach zu der anderen. Pfeife dahinter. Okay. Oh. Ah, die Folge hat schon wieder Überlänge, aber ich möchte unbedingt noch mit dem Hamilton mal kurz sprechen. Okay. Oh, da ist noch einer drin. Oh, das sind ja voll viele wieder. Ist Hamilton da drin? Wie geht's ihm? Er fällt durch. Stundenlang dummes Zeug. Konnten Sie irgendwas verstehen? Er faselte irgendwas von einem angreifenden Monster, einer Bestie, die ihm das Hirn aus dem Schädel kratzen wollte. Verstehe. Behalten Sie das für sich, ja? Auf dumme Gerüchte können wir verzichten. Natürlich, Ma'am. Mal sehen, ob ich ihn zur Vernunft bringen kann. Komm jetzt bitte nicht zu mir, okay? Gut. Okay. Gut. Secret funktioniert. Top Secret sogar. Hauptsache, sie kommen jetzt nicht rein zu mir. Warum glauben Sie mir nicht? Dr. Hypatia, Sie glaubten mir. Sie weiß, dass im Addermeyer etwas nicht stimmt. Du Scheiße. Was? Warum? Ach, Scheiße, jetzt hab ich leider das Zusatz. Ah, fuck. Ich hab's nicht geschafft, mit ihm zu sprechen. Er
hat versucht, mich zu erwürgen. Ich hatte keine Wahl. Blutfliegenfieber, schätze ich. Armer Kerl. Hä? Bin sicher, da war jemand. Du bist tot. Ich kriege dich. Gardist, nicht vergessen. Die Hintertür ist nur für Geschichte. Nochmal. Operationen zu nutzen. Scheiße. Okay. Ich muss seine Habseligkeiten durchsuchen. Das sind die hier. Komm schon, Pistolenkugeln nehme ich alle mit. Schadet überhaupt nicht. Okay. Durchsuche Hamiltons Besitz. Das ist Hamiltons Quartier. Ich dachte, es wäre gut, es geht vielleicht doch ein bisschen um ihn hier. Schauen wir nochmal kurz, dann nehmen wir noch. So, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Hätte sie wahrscheinlich auch ablenken können, rauslenken oder sonst irgendwas. Blöd. Okay. Ist eine ganze Menge von diesen Blutfliegenviechern. Ja. Gut, muss ich hier hin? Gibt's hier irgendwas für mich Interessantes? Okay, alles klar. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann hoch zu Hamiltons Besitz und hoffen, dass wir da vielleicht irgendwas Tolles finden. Ich tue mich nochmal ganz kurz, zack, zack, einmal kurz heilen und dann schauen wir mal, dass es weitergeht. Ich werde aber hier trotzdem nochmal ganz kurz diese Blutfliegen aufräumen. Aber hier scheint nichts zu sein, ne? So auf den ersten Blick ist hier nichts. Und das sind zwei Nester, das muss ich wieder mit der Knarre zerschießen. Weil ich sonst nicht hinkomme. Ich sehe nichts, ne. Soll ich das wirklich machen? Ich glaube, es hat keinen Wert, oder? Und laut dem, obwohl. Na, 40 Meter. Nee, ist nichts. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und dann gehen wir hoch in Hamiltons Büro. Und dann schauen wir mal, was er da macht. Also, wir sehen uns. Macht es gut. Und tschüss.